Femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Women and eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich habe bisher über das Thema Patientenverfügung gesprochen. Ich möchte auch selbst eine schreiben und dabei den Bildschirm filmen. Ich habe da lange drüber nachgedacht und mache das wahrscheinlich in dem Vorsorgehandbuch. Es sind noch weitere Themen abgehandelt oder werden abgehandelt. Und das nächste Thema ist die Vorsorgevollmacht. Und ich lese einfach mal die Seite 25 vor, da geht das nämlich los. Vorsorgevollmacht. Ein Unfall, eine schwere Krankheit oder auch eine fortschreitende Demenzerkrankung können dazu führen, dass Erwachsene ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Viele Menschen glauben, dass dann automatisch Ehepartner, Eltern oder Kinder an ihrer Stelle entscheiden oder etwas unterschreiben dürfen. Das ist nicht der Fall. Dritte, auch Familienangehörige benötigen eine Vollmacht, damit sie zum Handeln befugt sind. Sonst muss eine gesetzliche Betreuung durch das Gericht angeordnet werden. Okay. Ich möchte, glaube ich, keine Vorsorgevollmacht erstellen. Also kommt das für mich nicht in Frage. Ich werde auch keine aufsetzen als Beispiel. Ich finde das mit dem Gericht, mit dem bestellten Betreuer vom Gericht ganz gut, denn hier steht es irgendwo, dass Zweifelsfall, hier steht es auf Seite 14, der mutmaßliche Wille des Patienten ermittelt werden muss. Und das macht der gerichtliche Betreuer zusammen mit dem Arzt und die unterhalten sich auch mit Angehörigen. Das heißt, die werden auch hinzugezogen und man unterhält sich über den mutmaßlichen Willen. Insofern, als dass nach dem mutmaßlichen Willen geforscht wird. Das heißt, Angehörige werden sowieso hinzugezogen. Es kommt aber jemand, der von einem Gericht bestellt wurde, noch mit drauf. Mir ist das, glaube ich, ganz recht, wenn das passiert. Deshalb setze ich persönlich keine Vorsorgevollmacht auf. Es gibt aber Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, auch im Krankheitsfall ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung stark wahrzunehmen. Und die möchten dann auch nur, dass zum Beispiel der Ehepartner mit einbezogen wird. Die brauchen eine Vorsorgevollmacht. Für mich, wie gesagt, nicht. Für andere ist das wahrscheinlich wichtig. Ich lese nochmal vor, was eine Vorsorgevollmacht ist. Und dann gibt es in 6 Schritten zur Vorsorgevollmacht. Es gab vorher die 7 Schritte zur Patientenverfügung. Und dann gibt es die 6 Schritte zur Vorsorgevollmacht. Vorsorgevollmacht. Ein Unfall, eine schwere Krankheit oder auch eine fortschreitende Demenzerkrankung können dazu führen, dass Erwachsene ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Viele Menschen glauben, dass dann automatisch Ehepartner, Eltern oder Kinder an ihrer Stelle entscheiden oder etwas unterschreiben dürfen. Das ist nicht der Fall. Dritte, auch Familienangehörige benötigen eine Vollmacht, damit sie zum Handeln befugt sind. Ansonsten muss eine gesetzliche Betreuung durch das Gericht angeordnet werden. So.
Das ist wichtig zu wissen. Kommt danach und dann kommen, davor kommen auf Seite 26 die 6 Schritte zur Vorsorgevollmacht. So gehen Sie am besten vor, wenn Sie eine Vorsorgevollmacht erstellen. Ich überlege, ob es in meinem persönlichen Umfeld eine Person gibt, der ich so umfassend vertraue, dass ich ihr ab sofort die Befugnis gebe, Entscheidungen für mich zu treffen und Schriftstücke zu unterschreiben. Finde ich niemanden, der geeignet ist, verzichte ich erstmal auf eine Vorsorgevollmacht und erstelle eine ausführliche Betreuungsverfügung. Das ist dann wahrscheinlich das, was ich machen werde. Es stand auch drin, dass man Patientenverfügungen an bestimmten Stellen nur im Zusammenhang mit einer Betreuungsverfügung hinterlegen kann. Ich glaube das nicht. Im Zweifelsfall fragen die nach einer Betreuungsverfügung und helfen einem, so eine aufzusetzen. Die Patientenverfügung ist da aber schon hinterlegt. Ich würde die, wenn ich die fertig habe und damit zufrieden bin, sofort den entsprechenden Stellen zukommen lassen. Ich werde das auch tun. Ich überlege, welche Dinge mir bei Entscheidungen im Leben besonders wichtig sind. Gespräche im Familien- oder Freundeskreis über das Thema Vorsorgevollmacht können mir dabei helfen. Ich frage die Person meines Vertrauens, ob sie diese Aufgabe übernehmen kann und will. Ich setze eine sofort gültige Vorsorgevollmacht auf und unterschreibe sie mit Datum. Details zur Umsetzung meiner Wünsche fasse ich in einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Bevollmächtigten und mir zusammen, die wir beide unterschreiben. Ich gebe meinem Bevollmächtigten mehrere unterschriebene Originale der Vorsorgevollmacht und lasse die Vollmacht registrieren. Okay, der Bevollmächtigte braucht mehrere und die Vollmacht muss registriert werden. Wie das geht, steht hier wahrscheinlich drin. So, nochmal. Erstmal braucht man die Person, dann redet man über die wichtigen Entscheidungen im Leben, im Familien- und Freundeskreis, auch über das Thema Vorsorgevollmacht. Denn der mutmaßliche Wille muss ja dann auch ermittelt werden. Man fragt die Person, ob sie die Aufgabe übernehmen will. Und dann gibt es eine sofort gültige Vorsorgevollmacht, die man aufsetzen muss. Die Wünsche bei der Umsetzung sind ein gesondertes Dokument. Die werden zusammen mit dem Bevollmächtigten aufgesetzt, der muss die auch unterschreiben, also deshalb muss man den auch vorher fragen. Und dann kriegt der Bevollmächtigte mehrere unterschiedliche Originale und die Vollmacht wird registriert. Die Details zur Umsetzung und Wünsche, das ist zum Beispiel eine Patientenverfügung, die sollte dann der Bevollmächtigte mit unterschreiben. Okay. So. Das war's auch schon für heute. Ich fasse nochmal zusammen. Eine Vorsorgevollmacht. Auf der Seite 25 steht, warum man die braucht. Ich sage es nochmal. Ein Unfall, eine schwere Krankheit oder auch eine fortschreitende Demenzerkrankung können dazu führen, dass Erwachsene ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Es ist also nur für Erwachsene. Viele Menschen glauben, dass dann automatisch Ehepartner, Eltern oder Kinder an ihrer Stelle entscheiden oder etwas unterschreiben dürfen. Das ist nicht der Fall. Dritte, auch Familienangehörige benötigen eine Vollmacht, damit sie zum Handeln befugt sind. Sonst muss eine gesetzliche Betreuung durch das Gericht angeordnet werden. Also, wer keine gesetzliche Betreuung angeordnet durch das Gericht wünscht, setzt eine Vorsorgevollmacht auf. Alle anderen werden sonst gerichtlich von einem
werden ansonsten gesetzlich betreut und der Betreuer wird von einem Gericht bestellt. Deshalb braucht man eine Vorsorgevollmacht, wenn man nicht gerichtlich bestellt betreut werden möchte. So, den 6 Schritten zur Vorsorgevollmacht, habe ich schon was gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich werde erstmal keine aufsetzen, sondern nur eine Patientenverfügung. Die sieht man dann in der anderen Playlist. Tschüss.